Parlamentsdebatte unterm Bundesadler? Nein, hier tauschen sich Fachleute für Elektromobilität aus. Ein internationaler Kongress im ehemaligen Plenarsaal in Bonn. Bis 1999 Bundestag, seither Kongresszentrum. Ein Symbol für die Bonner Erfolgsstory, seit Parlament und Regierung hier ausgezogen sind. Die Zahl der Arbeitsplätze ist gestiegen. Die Zahl der Arbeitsplätze für Menschen mit einem hohen Bildungsabschluss ist gestiegen. Das heißt, hier wird auch eine starke Nachfrage weiterhin bestehen für Arbeitsplätze hochqualifizierter Art. Das liegt daran, dass wir als Wissenschaftsstadt, auch international orientiert und als Wirtschaftsstandort, mit global ausgerichteten Themen konfrontiert sind. Bonn geht's gut. Wer hätte das gedacht vor 20 Jahren, als im Bundestag über den Regierungsumzug beraten, nein, gestritten wurde. Berlin oder Bonn? Eine Frage des Herzens oder zumindest des Wohnsitzes. Wer wollte, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, bestreiten, dass es sich am Rhein gut leben, auch angenehm arbeiten lässt? Aber hier kann es nicht um unser Wohlbefinden und um unsere alltäglichen Annehmlichkeiten gehen. Lasst dem kleinen Bonn Parlament und Regierung. Bonn verliert mit Bundestag und Regierung viel. Berlin gewinnt mit Bundestag und Regierung viel neue Probleme. Wohnungsprobleme, Raumordnungsprobleme, Infrastrukturprobleme. Der Berlin-Gegner Norbert Blüm. Heute würde er nicht anders entscheiden. In einer globalen Welt brauchen wir nicht mehr dominierende Metropolen. Und wir brauchen auch in Deutschland keine Stadt, die alles ansaugt. Wir brauchen viele Städte. So bunt wie Deutschland ist, so bunt muss auch die Republik sein. Mit München, Frankfurt, Köln, Bonn und Berlin. Für den Antrag Bundesstaatslösung Bonn-Antrag 320 Stimmen. Für den Antrag Vollendung der Einheit Deutschlands Berlin-Antrag 337 Stimmen. Enthaltung. Eine knappe Mehrheit. Bundestag und Regierung sollen umziehen. Ein Triumph für die Berlin-Fraktion um Willy Brandt. Aber auch Bonn sollte nicht leer ausgehen. Ein Teil der Ministerien bleibt mit Hauptsitz in Bonn, so der Beschluss. Doch schnell wird klar, die Musik spielt in Berlin. Hier fallen die wichtigen Entscheidungen, hier ist der Presserummel, hier ist die Hauptstadt. Und auch 20 Jahre nach der Entscheidung gibt es einige Ministerien immer noch doppelt. Hauptsitz in Bonn, Nebenstelle in Berlin, das Umweltministerium zum Beispiel und auch das Verteidigungsministerium. Hier hat man sich inzwischen an die zwei Standorte gewöhnt. Am Anfang haben wir uns natürlich ein bisschen schwer getan damit. Aber mittlerweile läuft das super gut. Dazu kommt, dass wir also auch wie alle anderen Behörden auch moderne Kommunikationstechniken haben. Alles geht per Mail, alles geht also per Videokonferenz. Man muss nur noch um die wesentlichen Besprechungen, da müssen halt die Leute nach Berlin. Mit Videokonferenzen und per E-Mail geht's doch auch, finden Berlin-Gegner bis heute. Einen kompletten Umzug nach Berlin halten sie für viel zu teuer. Darüber freue, dass sie in Bonn frei haben. Es wird nicht besser, wenn wir jetzt große Umzüge organisieren. Im Übrigen haben wir Mittel der Technik, wir haben doch keine Buschtrommeln mehr der Kommunikation. Wir brauchen doch, um miteinander Informationen auszutauschen, brauchen wir keinen Postboden mehr. Im Übrigen schaffen die Ministerien selbst Fakten, die einen schnellen Umzug ausschließen. Das Gesundheitsministerium baute sich kürzlich einen neuen Dienstsitz in Bonn. Kosten rund 60 Millionen Euro. Für den Bund der Steuerzahler ein Skandal. Es geht darum, dass die Bundesregierung an einem Sitz arbeitet und nicht, was weltweit einmalig ist, zwei Regierungssitze hat. Es gibt, wie gesagt, große Reibungsverluste, die sich in der Regierungspolitik negativ auswirken. Und von daher, und das ist gar nicht mit Geld aufzurechnen. Wenn die Ministerien auch nicht umziehen, ihre Mitarbeiter tun es und sogar gern. Beim Verteidigungsministerium arbeiten neuerdings erstmals ein paar Angestellte mehr in Berlin als in Bonn. Und das ist kein Zufall.
viele Mitarbeiter, insbesondere die Jüngeren, die haben ja ganz andere Prioritäten. Es ist ja nicht so, dass wir rekrutieren uns, was das Ministeriumspersonal anbelangt, aus dem nachgeordneten Bereich. Nicht alle wollen unbedingt nach Bonn. Die meisten, vor allem die Jüngeren, die sehen schon, dass in Berlin die Post abgehen wird und bevorzugen diesen Standort. Im Bundestag ist es kein Geheimnis. Längst gibt es in Bonn viel weniger Beschäftigte als in Berlin, obwohl die Vereinbarung lautet 50-50. Hat die doppelte Hauptstadt überhaupt noch Zukunft? Es ist selten was für die Ewigkeit, sondern meistens für die überschaubare Zukunft. Das gilt auch für die Zukunft der Nebenhauptstadt Bonn. 20 Jahre nach der Entscheidung geht der Trend deutlich Richtung Berlin.